Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls, der Prepare to Die Edition. Und ja, was mir jetzt mal aufgefallen ist, die Sache mit diesen Estus-Flakons. Wir hatten ja ein paar Mal, dass wir einmal 10 hatten, dass wir einmal 12 hatten, dass wir mal 5 hatten. Und das liegt halt mit dieser, habe ich mal jetzt rausgefunden, das hängt mit dieser Menschlichkeit zusammen. Dann werde ich nämlich jetzt, obwohl, das mache ich glaube ich später. Ja. Wir können halt eine Menschlichkeit einsetzen. Wir haben jetzt 2, seht ihr oben hier an der 2, neben unseren Lebensbalken. Und wir können damit halt... Oh, der da oben lebt ja auch noch. Stimmt, dann erledige ich den zuerst mal. Ist jetzt auch wieder eine neue Aufnahmesession für mich. Deswegen... Und, ja, gelobt sei die Sonne. Nehmen wir dich einfach mal mit. Ja, und damit können wir halt dann auch, damit erhalten wir dann mehr Estus-Flakons und, auch alle anderen Spieler, die jetzt gerade in der Session mit online sind. Das heißt, wenn irgendjemand, dieses Leuchtfeuer dann, aktiviert, erhalten alle, die jetzt gerade online sind. Ich weiß, ob das irgendwelche, ob das Steam-Leute sind oder halt alle, die zufällig gerade online spielen. Diese erhalten dann auf jeden Fall dann diese Flakon-Boni. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwas gibt. Und ja, jetzt sammeln wir erstmal noch ein paar Seelen auf. Den ziehen wir auch noch gerade hier hoch. Ach, und der nächste kommt auch schon direkt. Das ist doch mal schön. Na, komm. Einmal nach oben. Und ich will auch gleich den Großen da unten nochmal angehen. Und zwar will ich einfach mal versuchen, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht, diesen kritischen Angriff von hinten. Hm, da läuft doch jemand. Oh, da ist ja auch noch einer. Zack, das hat gesessen. Ja gut, die Nachrichten kennen wir schon. Pass auf, Feind, der ist gerade gekommen. Wahrscheinlich ist dann hier der mit gemeint. Ja, ich denke, hier durchkämpfen sollte auch einigermaßen funktionieren. Sonst kann ich den ja wieder weglocken. Und jetzt gucke ich einfach mal, was ich hier bei dem mit diesem... mit dem kritischen Angriff machen kann. Ich schleiche mich mal ganz vorsichtig... Scheiße. So viel dann zu... Ich schleiche mich mal vorsichtig an. Scheiße, geh doch mal in Deckung. Hoch, 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 hoch. So. Dann locke ich den nochmal zurück. Das hat ja super geklappt. Letztes Mal konnte ich mich irgendwie besser anschleichen. Ich renne mal gerade wieder zurück. Ich höre ihn schon hinter mir. Da müssen wir nicht so weit laufen, falls der uns erledigt. Na komm, gib Gas. Ach stimmt, die Ausdauer war leer. Ah, direkt hinter uns, direkt hinter uns, direkt hinter uns. Ups. So. Gut, dann hätten wir hier nämlich unsere Dings wieder. Ah, das hat gesessen. Ich glaube, das werden wir nicht überleben. Da sehe ich ein wenig schwarz. Flakon, 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 Flakon. Nee. Puh, ja, ich glaube, der ist im Moment noch nicht zu schaffen. Wenigstens haben wir jetzt aber unsere Seelen wieder um die Ecke. Und wir haben unsere Menschlichkeit verloren. War ja klar. Okay. Kann ich mich eigentlich hier vorbeischleichen, ohne dass der was mitkriegt? Ja, kann ich. Ja, mal wieder eine Folge, die super anfängt. Und jetzt haben wir unsere kompletten Seelen doch verloren. Klasse. Je. Gut, der kriegt's mit. Okay, den kriegen wir aber auch relativ schnell platt gehauen. Und bei dem versuche ich es jetzt einfach mal, dass ich den
Nee. Der wird direkt auf uns aufmerksam. Na gut, dann gehen wir mal wieder fleißig Seelen sammeln. Ja, das mit dem Sprungangriff hatten wir schon mal. Das zieht jetzt bei mir nicht mehr so. Du darfst natürlich auch noch kommen. So, der wäre weg. Und euch beiden versuche ich dann auch mal noch zu erledigen. Das war jetzt unklug. Das soll ich mir jetzt, sollte ich mir jetzt besser Zeit lassen und abwarten. Die warten aber auch ganz schön ab. Hauen wir mal kurz drauf. Einen hat's gerissen. Und einer fehlt noch. So, damit wäre jetzt deine Verteidigung weg. Ja. Was ich jetzt mal gerade nochmal versuchen könnte, dann renne ich jetzt nochmal ein gutes Stück zurück. Ich versuche es jetzt nochmal, ganz am Anfang hatten wir ja nochmal diesen Abgrund, wo wir nicht drüber springen konnten, weil ich es halt einfach verhauen habe. Das werde ich gerade nochmal versuchen. Stimmt, das war so einer. So, den erstmal Platz. Und damit hätten wir beide... Hey, wo kommst du denn her? So haben wir aber nicht gewettet, mein Freund. So, dann direkt noch hier ein Midi-Pack nehmen. Der ist platt. Unten rennen noch ein paar rum. Und hier geht es nämlich auch noch runter, habe ich mal gemerkt. Da kommen wir jetzt hier an die Leiche dran. Jetzt haben wir immerhin eine Seele zurückerhalten. Ist ja auch nicht verkehrt. Gut. Falsche Taste. Wie komme ich jetzt? Ach, ich kann hier irgendwie runter? Ja. Okay. Dann müssten hier gleich noch ein paar Untote hochkommen. Ja, tun sie auch. Und von hinten glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht. Aua. Hier ist doch noch einer rumgelaufen, oder? Täusche ich mich? Na, ich täusche mich scheinbar. Gut, dann gehen wir den Weg hier nochmal ab. Und dann gleich nochmal zurück. Dann, ja, haben wir zwar in der Folge noch nicht so viel Neues gesehen, außer ein paar neue Tode. Obwohl die ja mittlerweile auch nicht mehr so neu sind. So, einmal. Ups, das ging daneben. Jetzt hat's getroffen. Das war in letzter Sekunde. Und wir müssen anvisieren. Das hat böse gesessen. Ja, ich merke schon, ich bin wieder ordentlich raus. Jetzt können wir direkt wieder ein Flakon nehmen. Aber dafür dann hier hoch. So. Das ist ja auch blöd. Ich glaube, ich spiele sonst das nächste Mal einfach, bevor ich aufnehme, schon mal 5 Minuten, dass ich wieder in die Steuerung reinkomme. Die Nachricht war vorher noch nicht da, oder? Ich schau mal gerade. Gelobt sei die Sonne. Die heißt jetzt überall da rumhängen. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück. Ups, da ist ja noch einer. Und jetzt nochmal nach unten. Ist ja zum Glück nicht so weit. Die Ratte müsste jetzt auch wieder da sein. Ja, bestimmt. Hallo Ratti. Tschüss Ratti. Und die gibt sogar eine Menschlichkeit zurück. Sehr schön. Uiuiuiui, das war hinterhältig. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich den direkt anvisiere und töte. Und bei dem versuche ich doch mal den Sprungangriff. Das hat funktioniert. Das hat auch ganz gut funktioniert. Allerdings hat jetzt die letzte Aktion etwas Leben gekostet.
Gut, damit wären die platt. Da oben müssten aber noch welche sein, oder? Hm. Ich schau mal grad. Ja, da ist zumindest noch einer, okay. Ach, und jetzt habe ich auch endlich mal hier diesen schweren Angriff hingekriegt. Den wollte ich ja eigentlich bei dem Großen anwenden, wenn ich mich hätte von hinten anschleichen können. Hat dann leider nicht funktioniert. So, jetzt haben wir auch ja fast wieder genug Seelen zusammen. Und ich versuche das hier mit dem Sprung mal nochmal. Also laufen und hüpf. Jawohl, geschafft. So, und jetzt können wir uns hier irgendwo ganz vorsichtig vorbeischleichen. So. Hier auch nochmal. Bloß nicht runterfallen. Okay. Und dieser Ring soll wohl ziemlich mächtig sein. Ich schau mal gerade, was der macht. Ah ne, das ist hier bei den Ringen. Keine Verluste bei Tod, aber der Ring bricht. Okay, das heißt, wenn wir den angelegt haben, werde ich wahrscheinlich vergessen, wenn wir wieder unglaublich... Also das wird sich halt lohnen, wenn wir halt ziemlich viel Seelen und Menschlichkeit haben. Dann geht der Ring zwar kaputt, allerdings behalten wir dann alle unsere Seelen und die Menschlichkeit, schätze ich mal. Ja, gut. Muss ich halt, wie gesagt, dran denken, wenn es soweit ist. Dann jetzt wieder möglichst zurück, ohne zu sterben. Einmal. Noch einmal. Und jetzt werde ich wahrscheinlich sterben, wenn ich hier runterspringe. Oder wenn ich hier rüberspringen will. Hep. Ne, geschafft. Gut. So, dann habe ich jetzt auch die zwei Sachen geholt, die ich noch ja, bei anderen gesehen habe. Das erledigt. Soll ich da unten speichern gehen? Ne, ich glaube nicht. Ich gehe lieber nochmal zurück und gehe dann an unserem Leuchtfeuer da oben nochmal speichern. So. Gegner dürfen jetzt hier keine mehr großartig rumlaufen. Und dann schaue ich doch mal. Ne, für einen Aufstieg reicht es ja glaube ich noch nicht. Ja, Stadt der Untoten. Kennen wir ja alles schon. So, und jetzt gehen wir einmal hier hoch und jetzt wieder zurück zu unserem Leuchtfeuer. Stimmt, hier sind wir das letzte Mal auf den Drachen gekommen. Oh, hier haben wir noch einen Blutfleck, den berühren wir mal gerade. Haben wir noch jemanden wiedererweckt. So, und yep, dann werde ich mal hier an dem Leuchtfeuer rasten. Dann haben wir gleich noch ein paar Gegner zum erledigen. Haben unsere Estus-Flakons wieder auf 5. Und ich hau jetzt hier nochmal schnell die Gegner weg. Einmal, zweimal. Du kriegst jetzt hier einen schweren Schlag ab. Ja, da oben, die schmeißen jetzt wieder mit ihren Brandbomben. Jetzt dürfen wir auch langsam wieder genug haben, um aufzusteigen. Oh, der hat sogar noch was da. Ein Kurzschwert, ja. Entschuldigung. Gut, dann steige ich jetzt mal schnell auf, dass die Seelen in Sicherheit sind. Einmal aufsteigen. Ja, das reicht. Und ich setze mal die Stärke noch eins höher, dann machen wir noch mehr Schaden. Gut, sind mittlerweile Stufe 15. Ja. Möchte ich dann so annehmen.
Gut, und ich glaube, langsam wird es dann auch mal Zeit. Dann werde ich mich jetzt hier auch mal wieder auf den Weg begeben. Und ich glaube, wir sollten langsam mal den. Ja. Ich schaue mir zumindest mal an, was das für ein Gegner ist, der uns da erwartet. Da haben wir Glück gehabt, dass der daneben geschossen hat. Ich habe nämlich auch nicht getroffen. Ja gut, euch lasse ich mal gerade. Ja, dann rennen wir noch einmal hier runter. Das war knapp mit der Bombe. Wie sieht er denn an? Gerade so. Gut, die zwei wären Platz. Du kannst jetzt mal einmal draufhauen und ich... Na, für den kritischen hat es nicht ganz gereicht. Aber der fällt jetzt schon mit einem Schlag. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade diese Grenze überschritten, dass wir die auch mit dem normalen Angriff mit einem Schlag erledigen können. Das ist doch schon mal ganz praktisch so. Ja, hier waren ja noch welche. Die schalte ich mal lieber aus. Wer weiß, die uns nachher noch in den Rücken fallen. Gut, der bestimmt nicht, aber was soll's. So. Ja gut, dann haben wir hier oben noch unsere Leute. Das waren ja auch wieder einige. Drei Stück, um genau zu sein. Einen haben wir getriggert. Ja, der Feuer... Oder? Ich dachte, wir hätten einen getriggert. Ja, der kommt schon mal. Ach komm. Das ist, glaube ich, der Brandbomben wirft. Dann erledigen wir den nämlich mal schnell. So, dich hauen wir auch noch um. Mittlerweile klappt es doch ganz gut hier mit den Monstern. Oder untote Monster. Naja, gut, sind ja eigentlich Monster. So, geht das bei euch mit dem Anschleichen? Ah, nee, bei dem nicht. Erledigt und der auch. Gut. Der hat wieder ein paar Brandbomben, das ist gut. Ich weiß auch gar nicht. Entschuldigung, ich weiß auch gar nicht, ob wir im Moment eine stärkere Waffe als diese Keule kriegen können. Aber ich habe jetzt auch gerade keine Lust, nochmal zu dem Händler zurückzulaufen. Von daher. Ja, erledigen wir ihn nochmal. Zack. Oh, der war daneben. Oder, na gut, wahrscheinlich hat der eine Rüstung. Dass dann unsere Keule nicht mehr so viel Schaden macht. Ja, euch will ich auch dann lieber mal einzeln ziehen. Na, komm. Sicher ist sicher. Wollen sie jetzt nicht überstürzen. Ja, das ist die mit der Rüstung, die kriegen wir dann doch noch nicht mit einem Schlag tot. Also mit dem starken Angriff. Na, kommst du? Du kannst kommen. Kommt da beide? Kommt da beide. Ist ja genug für alle da. So, dann machen wir hier den starken Angriff, hauen den platt. Und dich können wir dann auch mal mit so einem Sprungangriff erledigen. So, und der hat sogar noch was für uns. Juhu! Ja gut, Soldatenrüstung, Lendentuch, Rüstung, bla. Die ist ja auch nicht besser als unser Zeug, das wir haben. Ah ja, genau, der kommt. Und haut erstmal gegen die Mauer. Gut, dann hauen wir jetzt mal zu. Und, war sonst noch jemand? Ach, das brennende Fass ist jetzt aber gar nicht mehr da, oder? Nö. So, was haben wir denn hier an Nachrichten? Pass auf, Ritter. Okay. Da will ich im Moment noch nicht durch. Vor dir zäher Feind. Oder ist da noch so ein Ritter wie unten? Und gar kein Zwischenboss. Wir haben schon wieder so viel Seelen. Haben wir hier noch irgendwas drin? Ich weiß halt echt immer, ich habe bisher noch nie was, also zumindest nichts Nützliches in diesen Dingern gefunden, in den Fässern. Viel Erfolg. Das klingt alles sehr nach einem großen Kampf. Heftig, heftig. Oh, da ist wirklich was. Cool.
Können wir das platt hauen? Können wir. Dann gehen wir gerade drauf. Wir haben einen Funkel-Titanit und einen grauen Brocken bekommen. Okay, also, dann habe ich jetzt ja mal endlich meine Antwort auf die Frage, dass den Dingern was drin ist. Was genau es ist, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache hier mal einen Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.